Herzlich willkommen bei André talkt anderswo. Der Talkshow mit mutigen und wahnsinnigen Geschichten. Von und mit André Christen. Und das bin ich mit dem Podlog 58 am 26. Januar 2023. Es ist jetzt 20.30 Uhr im Xenicamp in Griechenland und wir haben nur noch 8 Grad, also seit vielen Tagen mal wieder unter 10 Grad, also nur noch einstellig, und das war deutlich zu merken. Außerdem hatten wir heute Nacht, ging das schon los mit Gewitter und Regen. Und das hat sich fast den ganzen Tag auch so durchgezogen. Es ist wirklich kalt. Die Heizung läuft den ganzen Tag im Wohnmobil. Die Scheiben sind beschlagen natürlich von der Luftfeuchtigkeit. Das ist immer so ein bisschen ein Problem im Winter in Deutschland, wo man dann auch trotz Kälte einfach mal durchlüften muss. Ich warte jetzt auf morgen. Morgen soll es wieder besser sein. Und dann werde ich morgen mal die Scheiben alle trocknen und die Gummidichtungen auch, weil das gibt dann auch gerne mal so Schimmelflecken und auf den Gummis, und das muss ich immer relativ zeitnah dann auch wieder wegmachen, damit sich das da nicht reinfrisst. Wenn noch jemand von euch da ein Hack hat, wie man sich da dagegen wappnen kann, sehr, sehr gerne. Vielleicht liegt es aber auch am Alter der Dichtungen. Das Fahrzeug ist ja jetzt 20 Jahre alt, dass das dann so langsam aber sicher dann auch ja anfälliger wird dafür. Und an 2-3 Stellen komme ich auch schlecht dran. Das ist am Heckfenster, weil da der Fahrradträger sitzt. Ist immer ein bisschen schwierig, das quasi trocken zu legen. Naja, werde ich mir morgen dann nochmal angucken und dann alles wieder ordentlich trocknen, hoffentlich. Das Gewitter hat mir heute auch einen technischen Streich verursacht. Ich saß heute Morgen 5 Minuten vor einem wichtigen Meeting, wo mehrere Teilnehmer dabei waren, und das Internet fiel aus. Aufgrund des Gewitters wahrscheinlich. Auf jeden Fall ging in meinem Mobilnetz überhaupt nichts mehr. Am Router war nur noch eine rote Leuchte zu sehen. Dann habe ich mich versucht, in das WLAN des Campingplatzes einzuloggen. Ging auch, aber ich habe kein Netz bekommen. Ich war zwar im WLAN, aber ohne Netz. Wir mussten das Meeting dann verschieben. Also es ging gerade noch, dass ich noch telefonieren konnte. Das war noch möglich, und SMS verschicken. Und irgendwie berappelte sich das Ganze dann im Laufe des Vormittags. Und dann konnten wir nachmittags das Meeting nachholen. In der Zwischenzeit hatte ich schon wieder 2 andere Meetings. Also heute war wieder Meeting-Marathon. Aber wir haben die eine Seite ziemlich weit und ziemlich fertig. Das ist sehr schön, dass ich noch ein paar Sachen jetzt so einen Feinschliff zu machen, und dann kann die auch schon bald online, hoffentlich. Ja, das war mein Tag. Also jetzt mache ich Feierabend, gucke noch eine Serie. Dazu können wir uns vielleicht morgen mal austauschen, was ich so an Serien gucke. Vielleicht habt ihr Tipps, was euch gefällt, und ich erzähle mal so ein bisschen, was ich so die letzte Zeit gesehen habe. Ja, also ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag. Irgendwo anderswo. Ganz lieben Dank fürs Einschalten bei André talkt anderswo. Wenn du noch mehr hören möchtest, schau gerne bei andre-anderswo.de vorbei.